Der Streit um die Prinzipien. Als Valentin Pawlowitsch erwachte, fühlte er sich ausgeruht und frisch. Es klopfte. In der Tür stand Klawdija Jonowna, ihr Gesicht war eingefallen. »Niemand ist da, niemand. Ich wollte doch meinen Mann abholen, aber der Stützpunkt wurde längst geräumt. Sie müssen sich fotografieren lassen. Sie erhalten neue Papiere auf den Namen des russischen Emigranten Udalow. Tovstich und Wenzis wurden zu Söhnen von Soldaten der Wrangelarmee gemacht, zu Altemigranten, die nicht ausgeliefert werden können. Von Bräuner ist zwar Reichsdeutscher, aber auch er bekommt einen neuen Ausweis. Watruschkin und Katjonkin sind sowieso alte Emigranten. Alle Akten über die Aktion werden vernichtet. Demnach sind alle sicher, solange niemand zu schwatzen anfängt. Das ist das Wichtigste.« Ist etwas über die Aktion bekannt geworden? Bisher hat kein Radio der Welt davon berichtet. Für uns ist es jetzt auch egal, ob Stalin lebt oder nicht. Admiral Dönitz hat in Schleswig-Holstein eine geschäftsführende Regierung gebildet und verhandelt mit den westlichen Alliierten über die Kapitulation. Es klopfte. In der Tür stand ein junger SS-Mann. Soeben sind ihr Gatte und seine beiden Kameraden eingetroffen. Ich komme sofort. Als Klawdija Jonowna das Zimmer im unteren Stockwerk betrat, blieb sie zunächst verdutzt stehen. Sie war es nicht gewohnt, ihren Mann in Zivil zu sehen. Sternenschwalbe und Kliegelbrett hatten ihre Uniformen ebenfalls ausgezogen. Die Gesichter der drei Männer wirkten ruhig und selbstsicher. Die zügellose Trinkerei hatte keine Spuren hinterlassen. »Ich freue mich, dich zu sehen, Klawdija.« Ihr Mann erhob sich und küsste sie. »Wir haben schon befürchtet, dass du als hübsche Frau dem Eisenhower vorgestellt worden bist. Wir wären ihm fast in die Hände gefallen.« »Ja«, dachte Klawdija Jonowna, »wegen eurem widerlichen Gelage in jener Nacht. Obwohl wir uns sehr freuen, müssen wir doch ein ernstes Gespräch miteinander führen, aber setz dich erst.« Dann fixierte er sie kritisch. »Ich sehe, du bist noch immer in Uniform. Das ist schon etwas veraltet. Das Deutschland, dem wir in dieser Uniform gedient haben, existiert nicht mehr. Mit der Kapitulation hat bereits die Nachkriegsperiode begonnen. Glaub bitte nicht, dass ich meinen bisherigen Prinzipien in den wenigen Tagen untreu geworden bin. Aber die Zeit ist jetzt eine andere. Ich gehe davon aus, dass wir nach wie vor für die Größe unseres Vaterlandes kämpfen, um die militärische Niederlage zu überwinden. Dieses Ringen wird jedoch andere Formen annehmen. Daher müssen wir vor allem dem Kriegsgefangenenlager aus dem Weg gehen. Niemand weiß, wann man es wieder verlassen könnte. Wenn wir an die Bolschewisten ausgeliefert werden, gehen wir bestimmt unter. Daher müssen wir aufhören, SS-Leute zu sein und benötigen sofort neue Ausweispapiere. Hier in diesem Gebäude besteht die Möglichkeit, sie herzustellen. Darüber habe ich mich bei Kamerad Brügge informiert. Er sagte mir, dass neue Ausweise bereits in Bearbeitung sind. Ausweise für die Teilnehmer an der Aktion. Und zwar aufgrund einer Anweisung von mir, die ich dir übermittelt haben soll. Darf ich dich fragen, hast du solch eine Anweisung gegeben? Ja, ich habe diese Anweisung erteilt. Und an mich als deinen Mann, Sternenschwalbe und Kliegelbrett, hast du überhaupt nicht gedacht und übersehen, dass wir als Mitglieder der SS neue Papiere viel nötiger brauchen als diese Herren aus dem Osten? Du warst nicht da, ebenso wie die Herren Kliegelbrett und Sternenschwalbe. Bekanntlich geht die Leitung unserer Gruppe auf mich über, wenn keiner von euch da ist. Mit von Bräuner bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es unsere Pflicht ist, die Sicherheit der Teilnehmer an der Aktion zu gewährleisten. Mitglieder der SS sind immerhin Deutsche. Diese fünf sind jedoch aus dem feindlichen Lager zu uns übergetreten. Und Menschen wie sie werden von den Sowjets grausam verfolgt. Vergiss nicht, auch ich gehöre zu ihnen. Daher habe ich in deinem Namen Anweisung gegeben, falsche Papiere für diese fünf und von Bräuner herzustellen. Es ist unsere Pflicht, uns für ihre Rettung einzusetzen.
Liebe Claudia, das macht deinem guten Herzen alle Ehre. Ich vertrete jedoch eine ganz andere Meinung. Sie gehören zu uns feindlich gesinnten Völkern, Russen und Litauern. Unser Interesse hat von ihnen verlangt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Jetzt ist das aber vorbei. Der Krieg hat mit unserer Niederlage geendet, somit sind diese Menschen für uns uninteressant geworden. Inzwischen habe ich Anweisung gegeben, die Herstellung der Papiere für Sie zu unterbinden. Und damit du, liebe Claudia, keinen überflüssigen Eifer zeigst, lasse ich von Bräuner als meinen Stellvertreter hier. Ich muss kurz wegfahren, um noch einige Wertgegenstände zu retten. Sobald er fort war, ging sie zu von Bräuner. Halten Sie es für gerecht, dass wir zur Rettung dieser 5 nichts unternehmen? Ihr Mann hat sich das etwas zu einfach vorgestellt. Nachdem er die SS-Uniform ausgezogen und sich Zivilkleidung zugelegt hat, hat er das Recht verloren, Befehle zu erteilen. Ich bin Ihrer Meinung und werde veranlassen, dass seine Befehle nicht befolgt werden.